mit meiner, waren es dreistündige? Vierstündigen Einstiegsrede beginnen, haben wir noch etwas in eigener Sache, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Das fortschreitende Alter. Das fortschreitende Alter zeichnet uns alle aus und wir möchten einfach jetzt zwei Personen verabschieden, die unser Team einfach altersbedingt verlassen. Und die wollen wir jetzt einfach verabschieden. Wir beginnen mit Manfred. Komm doch mal einfach mal auf die Bühne für deinen wohlverdienten Ruhestand. Die meisten kennen wahrscheinlich Manfred nicht. Das liegt darin, dass er in dem Team von Gabi gearbeitet hat, in der Qualitätssicherung. Von da gesehen, Manfred, vielen, vielen Dank für die tolle Zeit, für dein Engagement und wir wünschen dir alles Gute und haben natürlich für deinen wohlverdienten Ruhestand auch etwas. Da musst du dich jetzt umdrehen. Willst du noch was sagen? Ja, ich möchte gerne auch noch was sagen. Ihr habt ja den Dank mir gegenüber zum Ausdruck gebracht, aber ich möchte umgekehrt auch meinen Dank meinen Mitarbeiter, meinen Kollegen besser gesagt, zum Ausdruck bringen. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Habe zwar ab und zu die Abteilung gewechselt, aber wir sind ja nicht so groß. Mit einigen habe ich die ganze Zeit zusammengearbeitet. Es war eine tolle Zeit. Ich habe gut mit euch zusammengearbeitet. Es gab nie was zu meckern. Und das ist wirklich eine Zeit, auf die ich gerne wieder zurückschaue. Dankeschön. Manfred, danke. The next person. The next person. Someone from England. Or Scotland, we are not sure. It depends. sorry that we're switching to English for a second, but it would be very rude to talk in German because he wouldn't understand much, even though he's been with us for a long time. Hello, Rick. I guess today some partners and customers ask us in which countries we are working, and I told them, in USA, in France, and we have activities in Japan, and all of these activities, our international rollout. This young guy is responsible for this. Thanks a lot for your support for our internationalization. Thanks a lot, Rick. I have had the best years of my working life working with all of my friends, Horst, Sebastian, Thorsten. There's many people in the company that I've enjoyed working with, and I have great memories, and I'm writing those memoirs for my grandchildren just to let them know just how a fantastic career end I have had with these guys. So I wish them and all of you great success for the future. You're welcome, Rick. Thanks a lot. I can switch to German again. Ich glaube, das sind alle Verabschiedungen. Wir würden dann jetzt gleich anfangen. Ich hoffe, jeder hat was zu trinken mit dem 4-Stunden-Vortrag von Horst zur allgemeinen Lage der Nation, des Publishings, der Digitalisierung und sonstiger Themen. Hätte ich gerne gemacht, aber ich habe meine Moderationskarten vergessen. Ich glaube, das muss ich jetzt auf morgen früh verschieben, auf meine Keynote. Sorry für das. Wann findet die Keynote statt? Keine Ahnung. Verena, Nina, wann fängt meine Keynote morgen an? 10 Uhr? Ne, 9, oder? Wir müssen kurz nachschauen, wann die Keynote ist. 9 Uhr? 9 Uhr. Ja. Also 9 Uhr hören wir von dir über alles. Ja, über alles. Und es gibt, habe ich gerade eben auch einen Kundentest gemacht. Es gibt dann auch morgen das rosa Phrasenschwein. Freut euch darauf. Das rosa Phrasenschwein. Hören wir dann auch über die Antwort auf 42, also die Fortsetzung von dem heutigen Vortrag? Nein, das wäre ein Spoiler. Die Frage auf die Antwort 42 wird es dann auf dem nächsten Print Day, dem 11. geben. Für diejenigen, die es nicht wissen, das hatten wir heute schon in kleiner Runde erwähnt, der 11. Print Day, der 2023 stattfinden wird, wird gleichzeitig noch das 20-jährige Betriebsjubiläum von Werk 2 darstellen und dementsprechend stellt uns das für etwas größere Herausforderungen als der heutige Print Day. Aber
tolles Team. Hier schon vorab mein Dank an das Marketing-Team. Klasse, wie ihr das, diese Veranstaltung organisiert. Und dann habt ihr natürlich wieder eine Latte, die höher gelegt wird. Aber das kennt ihr ja. Danke. Ja, dann können wir, glaube ich, was mit der Awardsverleihung anfangen. Awardsverleihung. Awardverleihung. Irgendjemand Interesse an einem Award? Nee? Gut, wir können, brauchen nicht. Du hast falsch gefragt. Wollt ihr schnell Essen bekommen? Dann müsst ihr jetzt bei der Awardverleihung schön mitmachen. Dann gibt es auch was zum Essen. Gut. Dann schauen wir doch mal, was wir für einer, mit was für einer Kategorie wir beginnen. Wir beginnen mit dem Publishing-Projekt des Jahres. Also 2021 circa. Was macht denn ein Publishing-Projekt aus? Na, diese Antwort wird uns, glaube ich, Arthur Wozniak morgen auch in seiner von WAGO in seiner Rede erzählen, was für ihn das Publishing ist. Da bin ich sehr gespannt. Publishing ist nicht nur Papier, sondern ist natürlich auch digital. Und es gibt viele Wege, Informationen zu publizieren. Und da suchen wir immer nach zukunftsweisenden Projekten, bewerten die Komplexität, die Aufgabenstellung, die Innovation, die Kreativität. Deswegen ist es ein bunter Mix. Wie jedes Jahr ist es uns unter den Einreichungen relativ schwer gefunden, schwer gefallen, muss man ja sagen, glaube ich, eine Auswahl zu treffen. Wir haben uns für eine klassische Shortlist entschieden. Das heißt, nominiert fürs Publishing-Projekt des Jahres ist die Firma Schäfershop mit unserem Partner Laudert, die Firma Kaiser GmbH mit unserem Partner Nexoma, die Firma Pulsiva, respektive die Erwin-Müller-Gruppe mit der SDZ-Ecom und die Firma WAGO mit einem kleinen, unbedeutenden, unbekannten Implementierungsdienstleister namens Werk 2. Ja, wir haben, wollen wir mal einfach mal starten. Ich erzähle dann zu den einzelnen Projekten etwas. Ja. Hast du Detailfolien oder gar keine Detailfolien? Ja, also ich hatte jetzt, vor dem Projekt habe ich die Partner gebeten, ein paar Informationen zu liefern. Das heißt, wir haben pro Projektvorstellung so ungefähr 10 Folien. Ja, genau. Und da gehen wir mit jeweils 30 Bullet Points. Also da sind wir wieder bei den 4 Stunden. Ja, dann fangen wir doch einfach mit Schäfershop an. Die ja. Details zum Projekt sieht man ja hier. Genau, also wir erzählen euch jetzt nicht das, was auf der Folie steht, sondern ich erzähle immer ein bisschen was von dem Kunden. Schäfershop ist, glaube ich, als Marke sehr bekannt. Wie das häufig so ist, versucht die Schäfershop, meine Software schon mehrmals in meinem Vertriebsleben zu offerieren. Das ist dann beim dritten Mal auch geklappt. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob jemand von Schäfershop da ist. Ah ja, und dann beim dritten Anlauf sind sie nach Duisburg gekommen. Dann haben wir ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt und haben über sehr, sehr viele verschiedene Use Cases gesprochen. Klassisches Print, aber auch Print in der digitalen Kommunikation, das individueller, segmentierter und in der langfristigen Vision auch personalisierter wird. War ein tolles Gespräch und dann am Ende, ich verstehe das nie, dass dann immer die Interessenten noch eine Customized Demo sehen wollen und immer von allem. Und dachte ich, naja, ist schon schwierig und dann habe ich gedacht, na, ich rufe unseren Lieblingspartner aus Frieden und nähere oder größere Umgebung an und habe gesagt, hey Laudert, ich habe eine super Nachricht, ich habe 2 super Nachrichten. Hey, wir haben eine fantastische Chance, Schäfershop zu gewinnen und das, die zweite gute Nachricht ist, ich habe das selber in der Hand, indem ihr eine geile Demo macht. Und das ist gelungen, deswegen freue ich mich sehr darauf, das zu nominieren. Es ist ein wirklich sehr umfassendes Projekt auch, was uns natürlich auch freut, mit allen letztendlich verfügbaren Komponenten, die die PrintSuite bietet. Schon mal vielen Dank. Dann wollen wir mal schauen, was denn bei der Kaiser GmbH umgesetzt wurde. Ja. Kaiser GmbH, Nexoma, Bubblefish. Wer war im Bubblefish-Vortrag heute? Ja, da habt ihr ja schon einiges mitbekommen. Was ich hier spannend finde, ist, dass Kaiser, ich glaube, 17 Jahre schon unsere Technologie einsetzt oder 16 Jahre. Die haben ganz, ganz früh angefangen, war einer unserer ersten Kunden. Damals ich mit Yando als PIM mit PrintComet InDesign Plugin, haben das jahrelang sehr erfolgreich umgesetzt. Und dann ging es einfach darum, PrintSuite 4 einzusetzen, die Middleware und
Deswegen finde ich das Projekt so spannend, dass ein sehr, sehr langjähriger Kunde einfach die Innovation mitmacht, dann natürlich umgesetzt durch einen tollen Partner Nexoma. Vielen Dank. Dann hätten wir noch Pulsiva Erwin Müller mit SDZ. Ja, was kann ich dazu erzählen? Es ist sicherlich das Pilotprojekt gewesen von unserem neuen Modul, das jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre ist, nämlich das Layout-Briefing-Modul, eine rasterorientierte Verplanung, eine Weiterentwicklung oder Neuentwicklung unseres Teile der Whiteboard-Funktionalität. Und in der Massivität und auch in der Zukunftsausrichtung ist das sicherlich das erste große Projekt gewesen, das umgesetzt worden ist. Das Modul setzt auf Schäfershop ein. Und auch mein Dank an den Kunden und an SDZ-Ecom, dass er da dieses doch sehr umfangreiche Projekt mit einem neuen Modul umgesetzt hat. Als letzte Nominierung haben wir dann noch Vago mit Werk 2 als Implementierungsdienstleister. Also Vago ist aus unserer Sicht ein Unternehmen, das extrem weit in ihrer Digitalisierung schon vorangeschritten ist und eigentlich nicht weniger, sondern immer mehr Print machen. Das ist das Thema Publishing, worüber wir schon gesprochen haben, in den unterschiedlichsten Facetten. Extrem viele Touchpoints und ich bin immer wieder begeistert, wie Vago neue Touchpoints findet, wo sie sagen, hey, das müsste eigentlich die Print Suite machen. Und deswegen mit einem sehr, sehr hohen Innovationsgrad und deswegen implementieren wir das ausnahmsweise auch selbst. Kleiner Hinweis, falls wir es noch nicht erwähnt haben, der Herr Wozniak-Feldmeier hält morgen auf der Hauptbühne im Theatersaal einen Vortrag zu dem Thema, was Vago so alles Spannendes tut. Ja, und wer hat jetzt eigentlich gewonnen? Ich dachte, du weißt das. Ich guck mal auf meine Karten, warte. Nee, habe ich vergessen. Na, komm. Aber es steht doch auf der Folie. Du hast recht, auf der Folie. Gewonnen hat die Firma Schäfershop mit unserem Partner Laudert. Ja, bitte nach vorne kommen. Liebe Laudert-Kollegen, seid nicht so schüchtern. Also das kennt ihr ja schon mit der Awardverleihung. Na, also man muss dazu sagen, je länger der Weg der einzelnen Partner respektive Gewinner dauert, desto länger dauert es mit dem Abendessen. Also Beschwerden danach an den jeweiligen Partner. Ich glaube, die Treppe. Wow, sportlich. Wir haben. Ja, ich glaube, so viel müssen wir gar nicht dazu sagen. Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung. Und ja, ist eine tolle Sache. Und wir freuen uns über jeden Award, den wir von Werk 2 bekommen. Ja, wir haben gar nicht so viel getan. Wir hatten eigentlich nur eine Aufgabe oder wir haben immer noch eine Aufgabe. Die meiste Arbeit habt ihr. Und. Ja, ich kann mich nur bedanken, so einen tollen Partner zu haben bei der Implementierung und so eine tolle Software, auf die ich mich freue, wenn wir sie wirklich produktiv einsetzen. Ich kann mich auch noch an unser Gespräch erinnern und ich weiß noch, wie begeistert ich da rausgegangen bin, weil wir machen schon sehr viel mit Individualisierung, mit Clusterung und haben schon im Katalogbestandteil sehr viel, was wirklich bis aufs Produkt runter individualisiert ist. Wir haben allerdings ein Werkzeug, was nicht so optimal ist aktuell. Und alleine zu sehen, was mit dem Tabellenkonfigurator zum Beispiel möglich ist und was wir in Zukunft nutzen können und wie sich bei uns Time to Market verändern wird, da freue ich mich unwahrscheinlich drauf. Als nächstes wollen wir über die nächste Kategorie sprechen, die da wäre, das digitale Publishing-Projekt des Jahres. Ich bin mir sicher, ich habe mir eine tolle Überleitung aufgeschrieben auf meine Moderationskarten, aber während ich die Moderationskarten suche, Horst, was ist denn der Unterschied zwischen einem digitalen Publishing-Projekt und einem Publishing-Projekt? Ja, der Unterschied ist gar keiner. Wenn man sich den Output anschaut, also ob der Output aus einem digital getriebenen Publishing-Projekt kommt oder eher aus einem klassischen Publishing-Projekt, ist in den meisten Fällen gar nicht sichtbar. Aber was der große Unterschied ist, dass der Mindset anderes ist, dass man sagt, aus einem digitalen Prozess und nicht aus einem digital gestützten Print-Prozess erzeuge ich in meiner Digitalstrategie Print-Touchpoints, um die digitale Experience zu verbessern.
Von daher gesehen, vom Output gar kein großer Unterschied, aber vom Mindset und von dem, was hinter den Kulissen stattfindet, natürlich völlig unterschiedliche Dinge. Okay, das ist schon mal sehr spannend. Jetzt haben wir natürlich auch da wieder ein paar spannende Projekte mit Partnern realisiert kriegen gedürft. Also Partner haben spannende Projekte realisiert. Da hätten wir einmal die Firma VGG aus der Schweiz mit der Firma Laudert zusammen. Laudert hatten wir ja schon gerade, Partner aus Frieden. Die Hansgerohe mit Kolb Digital und Meisterwerke Schulte mit der STZ-Ecom. Zum Hansgerohe gibt es auch einen Vortrag morgen. Stimmt. Ja, freuen wir uns. Viele tolle Touchpoints, eine tolle Geschichte. Und ich würde sagen, da ja die Leute hungrig sind, fangen wir schon mal an mit, wer wird's? Jetzt schon? Ja. Jo, da muss ich auch mal ein bisschen weiterklicken, warte. Es ist Hansgerohe und Kolb Digital. Einen schönen guten Abend. Nach 10 Jahren Werk 2 haben wir jetzt endlich mit einem Projekt hier einen Award gewonnen. Genau. Genau. Vielen Dank. Gerne. Wir freuen uns. Weitere Details zum Projekt morgen 15 Uhr. Genau. Ah, du kriegst jetzt einen Preis. Da steht ja auch Kolb Digital drauf. Ah. Da fehlt Hans. Guck mal hier. Ja. Sehr gut. Ja, wir dürfen ja nicht so viel verraten, weil mit dem letzten Vortrag morgen. Ja, genau. Sonst bleibt ja niemand mehr. Eben. Vielen Dank. Danke. Es gibt auch noch Urkunden, nur da ihr nur zu zweit seid. Sie dürfen von der Bühne Timo, gehen. Timo, dich brauchen wir noch einen Moment. Wollen die, den brauchen wir noch. Ja, ja. Doch, Timo, dich brauchen wir noch einen Moment. Ein ganz wichtiger Punkt, der Horst Huber und mir klar geworden ist, als wir letztes Mal, also tatsächlich in Österreich unterwegs waren, haben wir viel darüber geredet, warum Werk 2 eigentlich partnerzentriert ist. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir einfach in einigen Dingen lange nicht so gut sind wie unsere Partner, oder, Horst? Ja, so ist es. Deswegen implementieren auch die Partner die anspruchsvollen Projekte in den meisten Fällen. Ja, ab und zu müssen wir auch mal was tun. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wer besser ist als Werk 2 in bestimmten Belangen, das muss man honorieren. So sehe ich das auch. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen Timo einfach, ne, das müssen wir einfach honorieren. Das machen wir nicht. Doch. Timo, darf ich dir diese Sonderurkunde zum bestgekleidetsten Partner 2021 überreichen? Ja, vielen Dank, vielen Dank. Bitte sehr. Möchtest du noch ein paar Worte sagen? Ich bin ja fast sprachlos. Da sitzt man nichtsahnend in Linz auf der Zelumium bei auch dem anderen Platinum-Sponsor dieses Events, Zelum. Und man denkt sich nichts Böses, aber mit Horst und Sebastian ist man halt nie vor Überraschungen gefeit. Deswegen umso mehr freue ich mich über diesen wichtigen Award. Timo, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, was wichtiger ist. Also, ich glaube, du musst dich bei deiner Mutter bedanken. Ja, mein Name, da danke ich natürlich auch. Glück gehabt. Vielen Dank, Horst, bitte. Sebastian. Gerne. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ja, aber weißt du, das ist wichtig. Wir stehen zu unseren Aussagen. Ja. Auf solche Partner wie euch ist einfach verlassen. Ja, genau. Vielen Dank. Danke, Timo. Gerne. Timo wollen nie. Ein bisschen mehr Applaus, bitte. Manchmal wird aus Spaß ernst, ne? Der war einfach. Gut, kommen wir zum nächsten Preis. Dabei geht es um die Innovation des Jahres. Ich glaube, morgen gibt es ja zum Beispiel einen Vortrag, den du mit Dietmar zusammenhältst, wo es nicht um Innovation geht, sondern... Dietmar, wie heißt dein Vortrag? Ist er nicht da? Ja, er ist nicht laut genug ohne Mikrofon. Aber ich glaube, Synnovation. Synnovation ist das Wort, was uns umtreibt in unseren Roadmaps. Aber da werdet ihr morgen in dem Roadmap-Vortrag mehr erfahren. Ja, auch hier haben wir wieder spannende Projekte und spannende Ideen auf der Teilnehmerliste, also auf der nominierten Liste. Wenn man über Innovation spricht, muss das nicht immer die Erfindung des Rades neu sein, sondern Innovation zeichnet sich auch darin aus, aus Bestehenden einfach Dinge neu zusammenzusetzen oder auch viel Effekte
mit wenig Neuerungen umzusetzen. Und dann gehen wir mal kurz durch. Gut, da haben wir einmal die Firma A&F aus der Schweiz zusammen mit Porsche. Da geht es, wir wissen ja alles, was stringente Prozesse sind. Du machst die Masterversion in Deutsch und dann tust du die Korrektur lesen, du liest die Korrektur, in der Hoffnung, dass es keine Korrektur mehr gibt. Und dann gehst du in die verschiedenen Sprachen, naja, und dann hast du doch nochmal Korrekturen. Und ich meine jetzt hier nicht inhaltliche Korrekturen, sondern Layout-Korrekturen. Und diese Layout-Automatisierung über verschiedene Sprachen war eine der Kernideen in diesem Projekt, eingebracht von Porsche und A&F. Ja, ich glaube, darüber haben wir sogar schon mal ein Webinar zusammen mit A&F gemacht, um ein bisschen darüber zu sprechen. Da hören wir morgen sogar noch einen Vortrag, oder? Ja, auch da gibt es einen Vortrag. Meisterwerk Schuld. Ja, das ist hier natürlich, wenn man im B2B ist, fängt man häufig mit den Katalogen oder Preislisten an, aber es gibt so viel mehr Print-Touchpoints nur als Preislistenkataloge, und das hat uns eigentlich am besten an diesem Projekt gefallen, dass es natürlich hier auch von um Etiketten geht, auch ein ganz wichtiger und kostenintensiver Touchpoint. Dann haben wir eine Einzelnominierung mit der Firma Nexoma, ohne jetzt konkreten Kunden daneben. Ja, da gab es heute einen tollen Vortrag über den Bubblefish. Unsere Middleware, die häufig Daten konsumiert, um Print zu verwenden. Das ist ja der typische Anwendungsfall, aber was Nexoma gemacht hat, den Publishing Hub in den Prozess zu integrieren als datenspendendes System für Catalog Express und für die BME-Erzeugung, finden wir ein super spannender Use Case, den Hub nicht nur zur Konsumierung, sondern auch für Datenbereitstellung zu verwenden. Und wir wissen es von einigen anderen Kunden, die das machen, aber deswegen finde ich diese alternative Verwendung vom Hub sehr, sehr spannend und deswegen die Nominierung. Als letzte Nominierung in der Kategorie haben wir dann die Firma Laudert. Ja, das ist im Prinzip, als ich das gelesen habe, dachte ich, hey, das ist eine coole Sache. Und das geht auch ein bisschen in die Richtung technologisch, nicht fachlich, die wir gerade eben bei Nexoma gehört haben, was man so mit dem Hub alles noch so machen kann. Und Laudert hat gesagt, Dokumentation für Kunden ist ja sehr wichtig. Und die technische Dokumentation, jeder, der implementiert, weiß das, die veraltet sehr schnell, weil wenn dann nochmal was geändert wird, dann muss man wieder die Dokumentation nachziehen. Und Laudert hat für seine eigenen Prozesse einen Weg gefunden, aus dem Hub Dokumentation des Comet-Projektes automatisch in Confluence zu übertragen und immer permanent aktuell zu halten. Finden wir eine super coole Lösung. Ja, und jetzt kommt es im Endeffekt an den Punkt, wo wir entscheiden mussten, wer ist denn der Gewinner der Innovation des Jahres? Ja, und wir haben uns dafür, für den Weg, wir haben das genommen, wo wir gesagt haben, hey, das ist sicherlich auch ein spannender Use Case für viele andere Kunden. Deswegen fanden wir die nachträgliche Layout-Aktualisierung von Porsche und A&F am spannendsten. Deswegen. Ich bin so frei. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns über die Auszeichnung. Nicht zuletzt, weil das Ganze das Projekt fast zum Kippen gebracht hätte. Und wir wirklich froh waren, dass der Paul mit seinem Team uns da so unterstützt hat, dass wir diese Entwicklung auf die Reihe kriegen. Und der Stress hat sich gelohnt. Das Projekt ist abgeschlossen. Es läuft und wir stehen da und kriegen eine Auszeichnung. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Wir freuen uns und wir stehen immer bereit, neue coole Innovationen umzusetzen. Und auch von meiner Seite an das Team von Paul, vielen, vielen Dank für diese tolle Innovation in unserem Produkt. Ja. Die bekommen meistens Füße. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie des Abends, so gesehen der Höhepunkt der Preisverleihung, also für uns als Softwarehersteller jedenfalls. Genau, Partner des Jahres. So, kommen wir zurück zum Partner des Jahres. Man muss ja sagen, die Auswahl eines Partners des Jahres fällt uns immer schwer.
im Grundsatz, weil wir natürlich alle unsere Partner, die viel mit uns machen, gerne prämieren würden. Unter anderem haben wir dieses Jahr prämiert die Firma Gafikon. Was fällt dir denn zu der Firma Gafikon so ein? Also, Uli habe ich gesehen, ich weiß nicht, Uwe habe ich noch nicht gesehen, was ich an Gafikon auch schon, ich weiß nicht wie lange, 14 Jahre oder so Partner, was ich damals super fand, als Uwe und Uli ihre Firma Gafikon gegründet haben, war die Umsetzung von Publishing-Projekten von der PrintSuite ein wesentlicher USP und Leistungsbaustein einer neuen Firma und wie sich Gafikon entwickelt hat, dann weitere Dienstleistungsfelder umgesetzt hat, ist fantastisch und Gafikon ist gewachsen, wir sind mit Gafikon gewachsen und haben auch in den letzten Jahren, waren sehr erfolgreich am Markt, auch mit sehr anspruchsvollen Projekten. Als weiteres haben wir natürlich nominiert den Laudert. Eigentlich muss man natürlich fairerweise sagen, eine Dauernominierung im Bereich des Partner des Jahres, weil immer sehr aktiv, immer sehr umtriebig, aber auch eine lange Historie, oder? Ja, ich glaube in derselben zeitlichen Dimension wie Gafikon, ja, so gesehen, wenn man die Partner Awards betrachtet, ist so ein bisschen Laudert auch so, was das Gewinnen der Meisterschaften angeht, so ein bisschen wie Bayern München, was natürlich für die Qualität von Laudert spricht. Als dritte Nominierung haben wir die Firma Parsonet. Also Parsonet, wie auch unsere andere Partner, haben eine sehr interessante, also aus unserer Perspektive eine sehr interessante Entwicklung gemacht. Ich weiß nicht, wer alles die Historie von Parsonet kennt. Es ist ja entstanden, als Heiler durch Informatiker gekauft worden ist, haben sich ein paar coole Leute gesagt, ey, wir machen eine eigene Firma auf, das ist die Parsonet und hatte natürlich damals sehr viele Kunden im damaligen Heiler-Informatiker-Umfeld und somit sind auch einige Publishing-Projekte mit der PrintSuite einfach mitgewandert. Das war so ein bisschen, ich will nicht sagen MeToo, aber es war ja, das haben halt unsere Kunden wollen, das machen wir eben mit. Und ich denke, Thomas Schwerfecht und Michael Fieck haben vor drei Jahren entschieden, dass Publishing in der Digitalisierungsstrategie von ihren Kunden eine wesentliche Rolle spielt und haben dann angefangen, sehr konsequent das PrintSuite-Team aufzubauen und dann natürlich auch aktiv im Markt zu werden. Finden wir sehr, sehr toll. Halt eine sehr gute Entwicklung für einen Partner. Und dann haben wir noch die Firma SDZ-Ecom, nicht zu vergessen. Ja, SDZ-Ecom, naja, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es aus meiner ehemaligen Heimat kommt, so genau wie Parsonet. Wir haben auch eine sehr, sehr lange Historie mit SDZ-Ecom und zum Beispiel, wenn ihr das gut fandet, dass es heute ein Azubi-Camp gab und dass wir auch die Digital Natives angesprochen haben. Das ist zum Beispiel eine Idee von Markus Sturm gewesen, vom Leiter des Publishing-Teams bei SDZ-Ecom. Und ganz, ganz früher hatte SDZ-Ecom so, wir unterstützen alle Database-Publishing-Anbieter und haben sich dann auf die PrintSuite konzentriert und sind am Markt auch sehr erfolgreich. Vielen Dank. Im Grundsatz ist jetzt ja nur noch die Frage nach dem Gewinner und man muss sagen, bevor wir die Preise verleihen, kommt eigentlich immer die spannende Frage, eigentlich jedes Jahr von jedem Partner, komm, das ist doch alles ausgemacht, ihr entscheidet doch eh am langen Tisch, wer denn der Partner des Jahres wird. Das ist falsch, es ist immer eine relativ mathematische Sache, da rein zählt zum Beispiel, wie viele qualifizierte Leute kümmern sich denn um Print- und Publishing-Themen in der Firma? Oder was machen wir denn gemeinsam über das Jahr? Taucht der Partner in der Wahrnehmung auf? Also machen wir gemeinsam Webinare, veranstalten wir, sponsern sie auf dem Print Day. Nein, das war ein Scherz. Und natürlich ein ganz klassischer Punkt, der für uns als Softwarehersteller natürlich ehrlicherweise nicht unwichtig ist, zählt natürlich auch der Lizenzumsatz zu den klaren messbaren Kriterien für den Partner des Jahres. Wenn man unter all diesen Dingen einen Strich macht, heißt es eigentlich, Partner des Jahres wird der Partner, mit dem wir über das Jahr am meisten Erfolg hatten. Sowohl kommunikativ, als auch personell, als auch finanziell. Genau, und in diesem Jahr ist es
aufgrund des sehr, sehr großen gemeinsamen Erfolges im Bereich Lizenzen passioniert geworden. Ich frage mich, ob ich das Mikrofon wirklich abgeben soll bei der Menge an Menschen, die da kommen. Ich renne weg mit dem Mikrofon. Ja, kommt mal hoch. Ihr werdet im Printteam auch immer mehr. Was wir gut finden. Was für eine Tragfähigkeit hat die Bühne hier? Ja, jetzt sind alle an mir vorbeigelaufen, keiner wollte das Mikro, also dann fange ich vorne an. Tobias, möchtest du vielleicht? Gerne. Also ich habe jetzt die letzten zwei Tage schon mal versucht rauszukriegen, wer hier Partner des Jahres wird. Der Sebastian hat ja echt gut innegehalten. Deswegen haben wir tatsächlich auch nichts vorbereitet an Gesprächen oder an Vorträgen zu unseren Projekten, wie es die anderen gemacht haben. Was ich gerne machen würde, ist eine Einladung auszusprechen für unsere Panel-Discussion morgen, bei der auch der Horst beiwohnt und wir uns nach der langen Zeit, in der alle im Remote-Office unterwegs waren und die Digitalisierung zunehmend schneller geworden ist, uns morgen genau um das Thema bemühen, was ist die Zukunft des Publishings eigentlich und wo geht's hin? Ne? Darum wollen wir morgen reden und um 11.15 Uhr geht's los. Wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich teilnehmen. Wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt noch die dreistündige Rede vor dem Buffet. Nochmal danke. Ja, ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch was? Ich glaube auch. Dann. Warte, ich guck mal. Moment. Check mal ab. Ich habe auch noch gar nicht auf meine Moderationskarten geguckt. Nee, tatsächlich. Viel Spaß bei der Abendveranstaltung, guten Hunger. Ich denke, das Buffet ist eröffnet und ja, bis nachher. Danke. Viel Spaß und schönen Abend.